Servus, liebe Kinderautora, schön, dass ihr heute wieder bei mir reinschaut. Heute schnitzen wir uns etwas, was man draußen immer gebrauchen kann, nämlich einen Löffel. Stellt euch vor, ihr macht ein Picknick oder sitzt gerade gemütlich alle beieinander und plötzlich stellt ihr fest, ups, wir haben den Löffel vergessen. Da hilft nur eines, Taschenmesser ziehen, Stück Holz suchen und los geht's. Zuerst spalten wir das Holz und zwar nicht mit einem richtigen Eisenhammer draufhauen, sondern wir nehmen ein Stück vom Ast und klopfen da vorsichtig durch. So, voilà, schon haben wir es und da können wir jetzt damit weiterarbeiten. So, wir nehmen jetzt da eine Hälfte und fangen wir an von unserem Löffel von unserem Angehenden den Stiel zu schnitzen. Das ist das Tolle jetzt hier an dieser Arbeit. Hier könnt ihr variieren, hier könnt ihr das gestalten, hier könnt ihr kreativ sein, so wie ihr wollt. Es kann ein eckiger Löffel sein, es kann ein hauchdünner, runder Löffelstiel sein, wie immer ihr es haben wollt. Ja? Und das ist wirklich das Schöne, hier könnt ihr selber Designer sein und euch kreativ austoben. Ich lasse hier bewusst an der Unterseite vom Griff ein Stück Rinde stehen, rein aus optischen Gründen. Gut, natürlich aufpassen jetzt bei Haselnuss, gibt Leute, die reagieren drauf. Dasselbe ist, ich würde zum Beispiel auch schauen, wie giftig oder ungiftig ist das Holz, das ich hier nehme. Zum Beispiel Eibe, da ist ja ziemlich alles giftig. Also Eibenholz bitte nicht verwenden, außer ihr baut einen hervorragenden englischen Langbogen draus. So, hier am Ende schnitze ich das Ganze jetzt mal etwas rund, den Löffelgriff. So, und jetzt kommen wir dann hier zum vorderen Teil. Den runden wir schön ab und durch seine halbe runde Form kommt uns natürlich hier das Holz sehr entgegen. Ne? So, jetzt hier etwas abrunden das Ganze, auch hier. Ja, und schon ist der Löffel deutlich besser erkennbar als noch zuvor. So, das arbeiten wir jetzt mal schön aus. So, immer wieder mal schauen, dass das Ganze halbwegs symmetrisch wird. Ja, das machen wir jetzt eigentlich sehr gut. Also Eigenlob stimmt in dem Fall. Ja, da können wir ein bisschen was weg tun. So. Immer schön die Kanten brechen. Sehr gut. So, und jetzt werden wir mal hier das Ganze langsam aushöhlen. Da gibt es jetzt verschiedene Taktiken, wie wir da vorgehen. Entweder ich arbeite, wie ihr seht, nur hier mit dem Klingenspitze und du hier wirklich Stück für Stück rausschaben, das geht ziemlich auf die Daumen und hier auf die Muskeln, das kann ich euch jetzt schon sagen. So, meine Lieben, wir wären jetzt soweit. Der Löffel ist soweit fertig und was ich immer wieder sage bei meinen Kursen, bitte, wenn das Messer nicht braucht, einklappen und eingeklappt weglegen, dann kann auch nichts mehr passieren. So, und jetzt tun wir unseren Löffel, vor allem einen Stiel, nochmal so richtig schön abschmirgeln. Ganz wichtig ist natürlich der Löffelkopf, der muss gut abgeschmirgelt sein, damit hier sich niemand einen Holzspreißel
in den Mund zieht. So, soweit würde ich sagen, schaut er gut aus. Da hinten setzen wir einen netten Akzent mit dem der Rinde, die wir noch stehen lassen. Liebe Kinder, Dora, fertig ist unser Löffel. Ich gebe jetzt sozusagen den Löffel für heute mal ab, aber nur für heute. Weitere tolle Bastelideen, Schnitzereien und so weiter findet ihr auf kinderoutdoor.de. Ihr dürft uns gerne liken, ihr dürft gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren und ich freue mich sehr, wenn ich euch wiedersehe. Macht's super, bis dahin, pfiat den Servus und weiter schnitzen. Euer Olli.